Los geht's mit ebenen Masken fortgeschritten. Als nächstes öffnen. Okay, also ein neues Dokument starten. So, als nächstes öffnen wir unser Foto, das wir Farben 02 genannt haben. So, dann eine neue Ebene hinzufügen. Auf dieser Ebene schreiben wir nun unseren Text. Als erstes blenden wir den Hintergrund aus. So, nun mit T, ja, Text, klicken wir irgendwo beliebig. Als unser Text wird sein Huppi. Das ist unser Huppi halt. Jetzt etwas größer ziehen, damit der ganze Text erscheint. So. So, du gibst es mein Handy. Nun. Jetzt gibst du dir mein Handy. Ich hab's nicht. Nach einer kurzen Unterbrechung wird es nun fortgesetzt. Als nächstes machen wir eine neue Maske. Eine neue Ebene. Nicht zwei, sondern eine neue Ebene. So, diese Ebene färben wir weiß oder schwarz. Mit dem Füllkübel. Füllwerkzeug, klicken wir auf diese Ebene, nun ist sie schwarz. So, diese Ebene können wir nun wieder ausblenden. Als nächstes blenden wir den Hintergrund und den Text ein. So, nun verwenden wir das Zauberstabwerkzeug. Wir halten Shift gedrückt und klicken auf die einzelnen Buchstaben. Wir müssen dabei den Text markieren, um diesen zu bearbeiten. So, nun haben wir diesen Text markiert, nun klicken wir auf den Hintergrund, Hintergrundebene, ja, und öffnen eine neue Ebene Maske. So, nun können wir den Text ausblenden und den Hintergrund einblenden und ganz nach unten ziehen. Hintergrund ganz nach unten ziehen und einblenden. So, unser Meisterwerk ist somit fertiggestellt.